Hallo Leute, willkommen zum 10. Part. Hier ist Mo von Gamezone TV und ich spiele Let's Play Call of Duty 4. Yeah, what's up, guys? Marines, wir haben eventuell Al-Azad in der Hauptstadt entdeckt. Das 1. Bataillon ist auf dem Weg. Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Azad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Azads Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Azad und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines! Werden wir nicht, aber gut. Demoralisierung. Tschu. Das Gebäude da hinten ein bisschen kaputt machen. Ja, alle hier Adlerauge. Wir sehen feindliche Panzer in Palmheim westlich des Flusses. Die Grafik ist geil, finde ich. Das ist einfach so. Abwehrteil kaputt. Raketenwerfer auf den Dächern. Nein, 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 überhitzt. Na, er fliegt ja schon irgendwie selbst an der Statue kaputt machen. Gut, ich sollte mich glaube ich eher konzentrieren hier mal so ein bisschen. Ja, hab sie gesehen und sie ist kaputt. Tanker! Wo sind welche mit Raketenwerfern? Ja, lauf nur weg! Angst, ne? Das ist wieder ein Spielzeug für mich, diese Kanone. Die gefällt mir. Ey, da steht ja noch ein Panzer. Dieses Auto wird gleich zerquetscht. Na komm. Geil, finde ich. Richtig geil. Ich meine, das Spiel ist schon, ich weiß nicht, ich glaube 4 Jahre alt, von 2007. Alter, ey, das ist gigantisch eigentlich. Deswegen, es wird auch immer mein Lieblings-COD bleiben. Jets. Bombenteppige. So, gleich steigen wir aus. Passt. Hier haben wir die Online-Map Backlord. Natürlich auch wieder ein bisschen verändert, aber es ist auf jeden Fall Backlord. Jetzt sind wir nicht. Jetzt bin ich im ersten Stock. Und ein Intel. Neu formieren.
Oh ja. Wow. Dauert eine ewig lange nachzuladen. Noch ein Intel. Im Schrank versteckt. Gut, gehen wir weiter nach unten. Laufen wir einfach mal um das Gebäude herum, laden in Ruhe nach und greifen und blasen zum Angriff. Wir haben Al-Assad noch nicht gefunden. Also, wir haben hier ein Problem. Over. Das C-Team 6 hat eine mögliche Atomwaffe in Al-Assads Palast im Westen entdeckt. Oh ja. Oh, das wird schön. Die Atombombe. Erwischt. Fuck, sie haben unseren Jedi erwischt. Black Hawk down, Black Hawk down. Ja gut, ist kein Blackhawk, aber trotzdem. Cobra Pilot. Haben wir nicht, wir holen ihn da raus. Komm, lande! Mein Bruder ist da mit drin. Lande! Seien Sie vorsichtig. Für den Fall einer nuklearen Explosion sind Sie im Gefahrenfeld. Haben Sie verstanden? Verstanden. Wir müssen, worauf wir uns einlassen. Alles klar, 2-5. Ihr seid dran. Holt den Piloten daraus, wenn ihr könnt. Ende. Los, bewegt euch. Keating ist tot. 1,5 Minuten. Hä? Das war doch kein Kamerad. Das kann mir doch keiner erzählen. Was ist denn das für ein Quatsch gerade gewesen? Komm, Captain Palau. Ich hab dich, keine Angst. Ja, wie wär's, wenn ihr die mal abhaltet? Outlaw, hier Kommando. Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Hauptstadt. Auf Mindestsicherheitsabstand gehen, bis das nukleare Boah. Werfen wir nochmal ein paar Granaten. Boah, war das knapp. Ja, und jetzt kommt die gigantische, mega galaktische Szene der Atombombe, die ich damals sowas von mega geil fand, ey. Wow. Mega, finde ich, ey. Das ist so mega. Du fliegst leider gleich raus, tut mir leid. Hui. Wir gehen runter. Kaboom. Ja, und das war Part 10. Bis zum nächsten Part. See ya, ciao.